اوكي طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم مريم حابين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemand, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Ich heiße euch inshallah herzlich willkommen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala um التوفيق في التوفيق والإخلاص في القول والعمل. Und ich heiße euch herzlich willkommen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nein, hier live. Okay, inshallah. Komm mal her. Komm mal, komm. Wo sind die Jungs hier? Hudayfa? Abdurrahman? Kommt ihr rüber, inshallah? Handy weg. So. Also, inshallah, jetzt hört inshallah zu. Guck mal, wir machen Unterricht, inshallah, einmal die Woche. Okay? Einmal die Woche machen wir einen Unterricht. Und, also diesen Unterricht für Jugendliche, okay? Einmal die Woche. Und, barakallahu fikum. Und wir machen inshallah einen Test im Ramadan. Ja? Und dann gibt es inshallah auch Geschenke. Und die Vorträge werden zweierlei sein. Einmal so, wo man Sachen lernt, aber auch, dass wir den Iman stärken, dass wir unseren Iman stärken quasi. Und einmal auch, dass wir Informationen und unser Wissen nochmal entweder Wissen dazulernen, ja, dass wir Wissen nach Wissen streben, dass wir unser Wissen erweitern über den Islam, über Muhammad sallam, Koran, über das Gebet und so weiter und so fort, die Pflichten im Islam, ja. Also einmal Wissen und einmal Iman stärken. Aber von beiden müsst ihr, von beiden Unterrichten müsst ihr die Sachen, ich sage euch am besten, wer mitmachen will und wirklich auch gewinnen will, ja, weil die Gewinner haben schon gute Geschenke, inshallah. Also erster Platz 300 Euro. Ja? Okay, brauchst du nicht? Du bist reich, ein reicher Vater und so, ne? MashaAllah, tabarakallah. Und du? Du machst mit, ne? Der ist Geld. Der liebt Geld. Du, Abdurrahman, machst du mit? Wahrscheinlich schon, ja? 300 Öcken. Erster Platz, 300 Euro. Also auf jeden Fall gibt es Geld. Und keine Ahnung, vierter Platz. Schläge. Vierter Platz, Schläge? Nein, falsch. Vierter Platz. Danny kann mit mir essen gehen. Wenn er natürlich Bock drauf hat, der kann aber einfach ausrasten. Ja? Essen, egal welchem Restaurant, egal wie teuer. Aber nicht, dass er wo in China wohnt, ja? Okay, entweder mit mir essen gehen, wenn er Bock drauf hat. Und Vorspeise, Nachspeise, alles, was er will. So viel, wie er will, aber kein, ne? Nicht jetzt Guinness Buch der Rekorde, 200 Pizzen essen oder so. Okay? Sehr schön. Sehr schön. Okay. Wenn er keinen Bock auf mich hat, dann kann er einfach mit seinem Freund oder seiner, ne, nicht seinem Freund, mit seiner Mutter, seinem Vater essen gehen. Aber richtig fett essen gehen, okay? Schläge klingt gut. Hast du gehört? Schläge klingt gut, hat jemand geschrieben. Okay? Und dann gibt es noch andere Geschenke, okay? Auf jeden Fall gibt es echt sehr, sehr gute Preise. Und wer jemand fuscht, wenn jemand hier Faxen macht. Wie ich das herausfinde? Ich krieg das heraus. Mach dir keine Sorgen, Kollege. Okay? Ja, man kann online auch mitmachen. Nur nicht fuschen. Wer fuscht, der kriegt richtig Schläge. Ja? Also. Beim Test gibt es kein Handy, kein Buch, gar nichts. Keine Mama, Papa fragen, keine Faxen machen. Okay? Also, Jazakumullah khairan. Wir fangen heute an, inshallah. Und wir machen heute, inshallah, einen Vortrag. Aber wie gesagt, einmal Wissen aneignen, dass wir unser Wissen über den Islam vermehren. Und einmal den Iman stärken. Okay? Heute machen wir, inshallah. Aber von beiden werden Fragen kommen im Test. Deswegen übt, inshallah, die Sachen. Die Vorträge bleiben auch online, live, wer sie nochmal hören will. Jede Woche ein Vortrag, okay? Das sind nicht so viele. Jeden Monat nur vier. Okay, Jungs? Barakallahu fikum.
Heute inshallah reden wir über drei verschiedene Sachen. Nummer eins, Barakallahu fikum. Nummer eins, wir werden inshallah über das Paradies reden. Ein bisschen. Ja, über das Paradies. Und das Paradies, eigentlich zusammengefasst, ich werde natürlich ein paar Hadithe, und ihr solltet die Hadithe lernen für den Test, weil sowas kommt vor. Wenn ich über ein Thema rede, dann werde ich ein paar Sachen fragen von, ja, die dann, tu das weg. Okay? Die dann vorkommen. Hudayfa, hörst du zu? Okay? Taib, also, wir reden schon ein bisschen über das Paradies. Und eigentlich zusammengefasst, bevor ich überhaupt die Hadithe nenne über das Paradies, Barakallahu fikum, das ganze Leben geht eigentlich nur um eine Sache, Paradies oder nicht. Das müssen wir uns merken, das müssen wir wissen. Das ganze Leben geht nur um darum, Paradies oder Hölle. Alles, was jetzt passiert, ja, wir leben, wir gehen, wir kommen, wir stehen auf, wir fallen, glücklich, unglücklich, traurig, mal gut, mal schlecht, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Alles, was passiert, am Ende, es kommt nur auf eine Sache an. Hölle oder Paradies. Und wir haben keine Wahl. Wir haben keine Wahl. Allah hat dich erschaffen. Allah hat dich, wurde einer von euch gefragt, ob der Bock hat zu leben? Oder wo er Bock hat zu leben? Oder wann er Bock hat zu leben? Oder wie? Keiner wurde gefragt. Allah, wir sind Besitz von Allah. Wir sind seine Diener. Er hat uns einfach erschaffen. Wie er wollte, wann er wollte, wo er wollte. Ja? Weil wir sind seine Diener. Wir sind seine Knechte, seine Sklaven sozusagen. Wir sind seine Geschöpfe. Abdurrahman. Sieht das aus, wie, als würden wir hier schlafen? Sieht das aus wie eine Schlafrunde? Dann leg dich in den Schinn, subhanallah. Was ist das für ein Benehmen? Setz richtig in, gönn dich hin. Okay? Barakallahu fikum. Also, es gehört auch zum Respekt, Abdurrahman. Ja, mach das nicht, barakallahu fikum. Es geht einfach nur ums Paradies. Alles, was passiert, es geht nur ums Paradies. Kommst du ins Paradies oder nicht? Allah will einfach nur sehen, hast du es geschafft. Es geht nur darum. Weil du wurdest nicht gefragt, aber du lebst jetzt. Ja? Du lebst. Das heißt, Khalas, du bist schon im Test. Allah hat dich in einen Test hineingeboren und erschaffen. Du bist da drin, du kommst nicht raus. Du wurdest schon ins Wasser geworfen quasi. Sieh zu, dass du überlebst. Weil entweder gehst du ins Paradies oder du wirst ertrinken und du wirst in der Hölle landen. Entweder oder. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Es gibt keinen Ausweg. Du kannst nicht. Machst du Selbstmord, kommst du auch in die Hölle. Ja? Machst du nichts, kommst du in die Hölle. Machst du etwas, kommt drauf an, was du machst. Das heißt, Allah hat dich erschaffen und halas, du bist jetzt da. Du wurdest jetzt ins Wasser geworfen, du wurdest ins Leben gerufen. Jetzt bist du entweder ein Paradiesbewohner für Ewigkeit oder ein Höllenbewohner für Ewigkeit. Ewigkeit. Und schaut hier das Leben, vielleicht als Jugendlicher, ich kann mich erinnern, als ich in eurem Alter war, weil man wartet oft, du bist jetzt 18 geworden, oder? Ja. Weil man, bevor man 18 ist, wartet man immer so, dass man 18 wird, ne? Oder? Damit man Führerschein hat, damit man, ja, vieles, was man nicht vorher konnte. Autofahren und so weiter und so fort. Viele Sachen darf man nicht, wenn man keine 18 ist. Und deswegen wartet man. Wenn man wartet, dann hat man das Gefühl, es dauert lange. Stimmt's? So, ab jetzt ist die Zeit vorbei. Ja? Ich hab meine Brüder ausgelacht, meine älteren zwei Brüder ausgelacht, als sie über 30 waren, habe ich gedacht, boah, ihr seid alte Opis, halas, finde ich euer Leben, ja, ihr seid gar nicht mehr jung und so. Ich kann mich gar nicht mehr, das war wie gestern. Aber heute bin ich bin schon fast im Altersheim, ja, Opa. Subhan, das Leben geht, danach ist vorbei, ja. Und dann gibt's Ewigkeit, dann ist das Leben nicht mehr vorbei. Es gibt keinen Tag und Nacht mehr. Paradies oder Hölle? Im Paradies oder Hölle gibt es nicht mehr Tag und Nacht. Tag kommt, Tag geht, Tag kommt, Tag geht. Und, also die Nächte kommen und es geht und das Leben geht vorbei. Es gibt einfach kein Ende mehr. Khalidina fiha abada. Ewig werden sie darin bleiben, in Jannah und in Jahannam. Subhanallah. Deswegen, weil das einfach die Sache ist, du kannst dich davor abhauen. Du hast keine Möglichkeit, davon wegzurennen. Ja? Schaut, subhanallah, die besten Muslime auf dieser Erde, die allerbesten. Die Sahaba radiallahu anhum, Umar, wa ma adraka ma Umar, was subhanallah so, die besten Menschen, die so viel gemacht haben, manche von ihnen haben, Umar sagte, wäre ich doch nur nie geboren. Warum? Weil er Angst hatte vor Jahannam. Als er am Sterben lag, man redet mit ihm,
Und einer sagt zu ihm, Mashallah, du warst der Freund vom Prophet und du bist der Khalifa von Rasulullah und du bist und du bist und du hast gemacht und du hast gemacht. Er sagte, Wallah, ich wünschte weder für mich noch gegen mich. 0-0. Weil er einfach Angst hat vor Jahannam. Ja? Was sollen wir sagen? Das heißt, die Sache ist ernst. Es ist kein Spaß. Wir können Spaß haben, wenn wir auf dem Fußballfeld sind. Wir können Spaß haben, wenn wir ein bisschen vielleicht ja, FIFA zocken, oder? Ja, da kannst du Spaß haben. Aber das Leben ist kein Spaß. Das Leben ist ernst. Kindheit ist vorbei. Halas, unter 10, wenn du keine 10 bist, kannst du spielen. Spiel nur. Ja? Allah hat dich gelassen. Aber ab 10 Jahre, es ist kein Spiel mehr. Das Leben hier ist kein Spiel. Es ist ernst. Weil es hat damit zu tun, Hölle oder Paradies. Und viele von uns lassen sich von Shaitan reinlegen. Du hast Zeit, du bist jung. Du hast noch ein Leben vor dir. Du kannst jetzt Spaß haben. Du kannst später Tauba machen. Du kannst später Hajj machen. Du kannst doch, ja? Das sind alles Tricks von Shaitan. Guck mal, ich sitze hier. Ich hatte einen Freund von mir. Mein bester Freund. Einer, der hieß Murad. Mein bester Freund, ich war mit ihm jeden Tag zusammen. Der ist gestorben. Der ist so wie deinem Alter ungefähr. Ja? Oder weniger so. Er war noch nicht mal 18. Ist gestorben. Ich hatte einen anderen Freund gehabt. Mein bester Freund, der war mit mir in der Schule. Wir sind verreist zusammen. Gerade Abitur fertig. Ja? Und der war Reichmacher, der hat Business angefangen. Allah hat ihm gegeben. Der hat einen fetten Mercedes gehabt. Der ist ja, pumpen gegangen. Der hat, ich glaube, 130, 140 Kilo hat er gepumpt. Ja? Mashallah. Geld hat er gehabt, fettes Auto hat er gehabt, ja, 23 Jahre, Khalas, Krebs bekommen, wir haben Tickets gekauft, damit wir nach Mekka fliegen und er ist nicht mitgeflogen. Er hat auch sein Ticket zu Hause gehabt, er hat sein Ticket gehabt für Mekka, aber Allah hat ihm ein Ticket geschrieben, ins Grab, nicht nach Mekka. Er wollte mit uns, wir sind alleine geflogen, aber Alhamdulillah, bevor er gestorben ist, er war 1,5 Jahre krank mit Krebs. Bevor er gestorben ist, der ist nach Mekka gegangen und ist zurückgekommen. Kurz danach ist er gestorben. Ein paar Tage danach ist er gestorben. Jung. Ja, und ich kenne andere, viele andere, die wir begraben haben. Und die sind gestorben, jung. Immer wieder und immer wieder liest du Begräbnis von einem Jungen, so und so viele Jahre alt. 10 Jahre alt, 3 Jahre alt, 15 Jahre alt, 20 Jahre alt. Du hast keine Garantie. Lass nicht von Shaitan reinlegen, dass du sagst, ich habe noch Zeit. Das ist der größte Trick von Shaitan. Du weißt nicht, du kannst jeden Tag sterben. Du läufst auf der Straße, du kannst überfahren werden. Einfach. Einer, der fährt auf der Straße, Auto fährt, Reifen geplatzt, der überschlägt dich, der macht dich platt. Gibt's oder gibt's nicht? Kennt ihr Videos von Facebook, YouTube oder so. Ja? Einfach so, du läufst auf der Straße. Ein Motorrad knallt in dich rein, ein LKW oder sonst irgendetwas. Andere Leute, Fußballplätze. Profifußballer, stark, jung, gesund, auf dem Fußballplatz, boom, der fällt um und stirbt. War nicht vorkrank, er hatte keine Vorerkrankung. War nicht krank, nicht alt, gar nichts. Das heißt, du hast niemals die Sicherheit. Deswegen, ich kann niemals schlafen, ohne dass du deine 5 Gebete gemacht hast. Das sind die Tricks von Shaitan. Ja, ja, später, morgen, ich habe Zeit, egal, Allah verzeiht. Das sind alle Tricks von Shaitan. Und weil es ernst ist, weil wenn du in die Hölle gehst für Ewigkeit, du kommst nicht mehr raus. Allah ist der Barmherzigste. Aber wenn du da reingehst und du hast es verdient, da reinzugehen und du hast deinen Pass nicht für das Paradies, dann wirst du niemals ins Paradies gehen. Deswegen dürfen wir uns, wir können Fehler machen, jeder von uns macht Fehler. Und Allah verzeiht Fehler. Mal hier einen Fehler und dann wieder sagen, oh Allah, verzeih mir, bevor du schlafen gehst, verzeih mir, ja Allah. Ich habe Fehler gemacht. Kein Problem. Aber dass du einfach nicht betest und gehst schlafen und sagst, ach komm, egal. Nein, da gibt es kein Egal. Es gibt Sachen, da gibt es kein Egal und es gibt kein Morgen. Weil du hast keine Sicherheit. Du kannst selber mal googeln, wie viele Menschen gehen schlafen und stehen nicht mehr auf morgens. Tausende. Jeden Tag tausende Menschen auf dieser Erde gehen schlafen und morgens stehen nicht mehr auf. Von dem kleinen Schlaf, von dem kleinen Tod in den großen Tod. Direkt. Du merkst das nicht. Das heißt, wenn du schlafen gehst, du hast keine Garantie, morgens aufzustehen. Wecker, kein Wecker, es gibt keinen Wecker mehr für dich. Jeden Tag sterben Leute im Schlaf. Und deswegen müssen wir uns diese Sachen merken. Und deswegen müssen wir die Sache auch ernst nehmen. Und besonders die Säulen des Islam ernst nehmen.
Tawhid ernst nehmen. Kein Spaß machen mit Schirk. Kein Spaß machen mit Sachen von der Religion. Wenn du außerhalb davon hast du gebetet, hast du Ramadan gefastet, hast du deine Pflichten gemacht, nebenbei kannst du Spaß machen. Mach Spaß. Ihr könnt auch Spaß haben. Allah hat uns Spaß nicht verboten. Du kannst Urlaub machen, du kannst Fußball spielen, du kannst lachen, du kannst vieles machen. Lecker essen gehen, dies, das, du kannst ja, ausrasten. Du kannst chillen, vielerlei. Kein Problem. Aber mit den Sachen der Religion ernst nehmen, weil das Leben ist ernst. Und jetzt sage ich euch inshallah ein paar Hadithe über das Paradies. Damit ihr wirklich wisst, wallahi, es lohnt sich. Es lohnt sich für dieses Paradies, Taten zu machen. Sich anzustrengen, zu beten, auch wenn du keinen Bock hast. Manchmal hat man, manchmal der Shaitan, manchmal ist man einfach müde. Ja, wir sind manchmal ja selber schuld auch. Du bist wach, du hast jetzt, wie jetzt im Winter zum Beispiel, ja, du kannst schon 18, 19 Uhr kannst du Isha beten. Aber du weißt, okay, die Nacht ist lang, Isha ist nicht so wie andere Gebete, kann man später beten. Dann lässt du es gehen und machst alles andere. Und dann Mitternacht oder 1 Uhr nachts, ja, bist du richtig platt. Und dann, ah, da weißt du, ich muss beten, aber da hast du keinen Bock zu beten. Natürlich hast du keinen Bock, du bist kaputt, du bist platt. Du, an dem Moment, du liebst einfach dieses Bett nur einfach. Ja, aber es bist du schuld, mach das nicht. Ja, deswegen, diese Sachen müssen wir ernst nehmen. Aber es lohnt sich für dieses Paradies. Warum? Weil eigentlich, wenn ihr überlegt, wenn wir alle überlegen, was sind eigentlich unsere Wünsche, jetzt dunia-mäßig, ja? Was sind unsere Wünsche, was wünschst du dir so? Richtig, sag mal, echt. Ja, sag mal, was wünschst du dir, Abdurrahman? Hier in dieser Welt, was wünschst du dir? Mercedes. Mercedes. Du? Du? Ich will Para haben, weil ich jeden Tag andere Sachen kaufe. Richtig viel Para haben, okay, richtig viel Geld haben. Hudaifa? Schönes Haus. Hm? Schönes Haus. Ammar? Millionär. Mashallah. Ja? Schau mal. Das sind so diese Sachen, die wir uns alle wünschen, ja? Wenn du eigentlich überlegst, ja, überlegst, das, was sich die Menschen am meisten wünschen hier im Dunya, die allermeisten Menschen, egal Muslime, nicht Muslime, ja? Am meisten Geld. Warum? Weil mit Geld kannst du schöne Klamotten kaufen, Urlaub machen, Auto, schönes Haus, Wohnung, keine Ahnung, ja? Alles möglich. Kannst ja viele Sachen leisten, vieles machen, was dir Spaß macht. Eine andere Sache, okay, in eurem Alter vielleicht so Playmobil, in deinem Alter 18, willst du auch heiraten oder nicht? Mal. Ja, er will auch heiraten, ja? Das ist normal. Irgendwann will, hat man so in deinem Alter mit Playmobil spielen. Hat man noch Lust mit Playmobil zu spielen und so diese Sachen? Lustig, ja? Okay. Und ja, und später, wenn man ein bisschen älter ist, dann hat man, möchte man auch Partner haben, ja? Und habt ihr Bock auf so langweilige Freunde oder ja. Hä? Mögt ihr langweilige Freunde und so Assis? Nein, lieber Leute, die dich zum Lachen bringen, Leute, die cool sind, Leute, die großzügig sind, Leute, die richtig mit dir teilen und so, oder? Oder nicht? Hä? Ja. Subhanallah, wenn wir uns eigentlich überlegen, wenn du richtig überlegst, hey, guck mal, alle Wünsche, die wir haben, alles, was du dir wünschst, ja, das gibt es im Paradies einfach. Das gibt es einfach im Paradies. Wenn du Paradiesbewohner wirst, wirst du all diese Sachen haben. Und so, wie du es dir nicht vorstellen kannst. Warum? Erstens deswegen, weil hier, Allahu alam, die meisten sind keine Millionäre, oder? Die meisten Menschen auf dieser Erde, die allermeisten, 7, fast 8 Milliarden Menschen sind auf dieser Erde. Du kannst sagen, 80% oder so von diesen Erdbewohnern sind arm. Ja, richtig arm, richtig arm. Ja, so viele Länder auf dieser Erde, die verdienen 1 Euro am Tag, 30 Euro im Monat, 50 Euro im Monat, 100 Euro im Monat. Die allermeisten in Afrika, in Asien, die vielleicht sogar die meisten, sogar Länder in Europa, wo man nur 200, 300, 400 Euro verdient im Monat. Ja? Kannst du glücklich sein, dass du dein Magen voll bekommst. Das sind die meisten Menschen. Und Millionäre, Milliardäre, das sind die, die ihr kennt, ja, Stars und so. Das, wie viele sind das? Wie viele Fußballer, wie viele Boxer, wie viele ja, MMA-Fighter, das, wie viele Stars oder Sänger? Ganz, ganz wenige, wenn du es rechnest von Milliarden, 8 Milliarden ist gar nichts. Das ist 0,00001%. Ja?
Das heißt, die Chance, dass du es wirst, sind da, weil Allah ist Karim und Allah gibt dir mehr Willen. Aber die Chancen sind sehr, sehr, sehr gering. Du willst Fußballer werden, wer will Fußballer werden? Ja, Fußballstar. Wie viele werden Fußballer? Wie viele wollen Fußballer werden? Hunderte Millionen, vielleicht sogar Milliarden auf der Welt wollen Fußballer werden. Aber wie viele werden es? 0,000, kannst du 100 Nullen schreiben, bist du eine 1%. Das sind seine Chancen, egal ob wenn du gut spielst, sind sehr, sehr, sehr gering. Dass du reich wirst, dass du ein Star wirst, alles ist möglich. Aber die Chancen sind sehr, sehr gering. Aber fürs Paradies, ins Paradies werden Milliarden von Menschen kommen. Und wenn du im Paradies bist, jeder, der im Paradies sein wird, er wird reich sein. Jeder, der im Paradies ist, ist das richtig? Barakalofik. Jeder, der im Paradies ist, wird steinreich sein. Steinreich sein. Und das Gute daran, er wird für immer reich sein. Weil hier, es gibt, kennt ihr, es gibt ja Leute, die mit Lotto Millionen gewonnen haben, alles verloren. Ja? Es gibt Leute, die reich geworden sind, Mike Tyson oder andere, reich und dann komplett wieder bankrott, null. Manche haben angefangen zu kehren, ja, oder ja, irgendwo zu putzen oder bei McDonald's als Verkäufer zu arbeiten für ein paar Euro. Obwohl er vorher Millionär war, aber ist weggegangen, weil so ist die Dunja. Manchmal kommt's, manchmal geht's. Wie ist auch manchmal pleite. Ja? Aber im Paradies ist das nicht so. Im Paradies, alles was du hast, hast du für die Ewigkeit. Jetzt, inshallah, nehmen wir uns ein paar Hadithe, inshallah, über das Paradies. Und die Hadithe, die ich euch nenne, ein paar auserwählte Hadithe, alle absolut authentisch. Richtig, 100% hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt. Okay? Der erste Hadith. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, im Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, überliefert bei Bukhari und Muslim. Er sagte, inna awwala zumratin yadkhuluna al-janna ala surati al-qamar laylat al-badr. Die erste Gruppe, die ins Paradies reingehen wird, die erste Gruppe, die ins Paradies reingehen wird, in awwala zumratin yadkhuluna al-janna, die erste Gruppe, die ins Paradies gehen wird. Sie werden leuchten wie der Mond bei einem Vollmond. Klarer Himmel und Vollmond, richtig hell. So werden die leuchten. Und dann die darauffolgenden, die nach ihnen kommen, wie die hellsten Sterne im Himmel. Und dann sagten sie, und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie werden nicht auf Toilette gehen. La yabulun, sie werden weder urinieren noch groß machen. Im Paradies ist das verboten, es gibt keinen Toilettengang. Ja? Es gibt genießen, essen und trinken, aber Toilette gibt es nicht. Warum? Weil man ist im Paradies, um zu genießen. Ja, aber dazu gehört die Toilette nicht. Ja, ein Toilettengang quasi. Die Notdurft zu errichten ist etwas nicht Schönes. Und deswegen Allah Azzawajal hat das weggemacht. Das gibt es nicht im Paradies. Die Leute essen und trinken und genießen ohne Ende. Aber erstens, sie essen und trinken nicht, weil sie Hunger haben. Du isst und trinkst einfach nur, weil es dir schmeckt. Nur, weil es einfach zu lecker ist. Ja? Du isst und trinkst nur, weil du Spaß daran hast. Nicht, weil du Hunger hast. Hunger wird es auch nicht geben. Es wird einfach nur, und du wirst auch nicht satt sein. Es gibt kein Sättigungsgefühl. Du kannst einfach immer weiter essen und trinken. Und du kannst nicht dick werden und du kannst nicht krank werden. Subhanallah. Ja? Der Prophet Muhammad sagte, La yabulun wa la yataghayyatun. Ja? Kein Ra'et und kein Baul. Das heißt, sie werden nicht auf Toilette gehen. Und es wird darin keine Spucke geben oder kein, ja, so, dass du die Nase hochziehst und diese alles, was unangenehm ist. Amshatuhum al-Dhahab. Ihre Bürsten, wenn du einen Kamm hast oder eine Haarbürste, die gibt es nicht in Form von Plastik, sondern nur in Reingold. Ich habe gesagt, du bist einfach reich. Setz dich hin, Abdurrahman, bitte. Setz dich hin. Du hast Glück, dass es keinen Rückflug gibt jetzt momentan nach Deutschland, ja? Wenn du Faxen machst, ich schicke dich zurück. Ich schicke dich zurück, mach dir keine Sorgen. Ja? Wenn sie ihre Bürsten, ihre Haarbürsten sind aus Gold. Ihre Frauen sind Al-Hurul-Ain. Ihre Frauen sind Al-Hurul-Ain. Wenn du hier keine Frau gehabt hast oder als du gestorben bist, hast du keine Frau?
Egal, ob du Frau hattest oder keine Frau hattest, du wirst im Paradies noch extra Frauen bekommen, die Allah erschaffen hat, für dich zum Genießen. Allah hat das so gemacht. Hast du keine Frau gehabt, kriegst du Frauen. Hast du eine Frau gehabt, kriegst du trotzdem Frauen im Paradies. Ihre Frauen werden Al-Hur al-Ain sein. Ja? Gleich können wir noch etwas über Al-Hur al-Ain hören, inshallah. Und sie werden erschaffen nach dem Bild ihres Vaters, Adam a.s. 60 Dirah, 60 Ellen im Himmel. Ja? Das heißt, du wirst so groß sein, ungefähr wie Adam a.s., als er gelebt hat, ungefähr fast 30 Meter groß. Alle Männer werden so sein, ja, 20 bis 30 Meter, Allahu alam, groß sein. Das heißt, du wirst ein Brocken sein, ja, richtiger Brocken, mashallah, tabarakallah. Zweiter Hadith, an Anas ibn Malik radiallahu anhu, überliefert, Hadith von Bukhari. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn eine Frau von Ahl al-Jannah, diese Hur al-Ain, die Allah erschaffen hat, wenn eine Frau von den Frauen des Paradieses sich zeigen würde. Und ich glaube, wenn ich mich irre, hat Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, der größte Gelehrte der Sahaba vom Koran, er sagte, wenn sie sich nur so ein bisschen zeigen würde, im Himmel von Jannah ein bisschen zeigen würde, nur ein bisschen. Diese Hur al-Ain, diese Frauen von Jannah, die hat ja Allah erschaffen. Das sind ja keine Frauen, sondern sind Frauen vom Paradies. Wenn die sich nur ein bisschen zeigen würde, sie würde alles erleuchten, was zwischen Himmel und Erde ist. Seht ihr dieses Licht, was wir tagsüber haben von der Sonne? Subhanallah. Könnt ihr euch vorstellen, diese Frau, ja, wenn die sich zeigen würde, die würde alles erleuchten zwischen Himmel bis zur Erde. Diese ganzen sieben Himmel, subhanallah. Alles würde sie erleuchten. Und genauso auch den Geruch. Und genauso den Geruch, subhanallah. Wie diese Frauen riechen. Wie diese Frauen, ja, die leuchten, wie die sie aussehen. Da gibt es kein Topmodel oder diese. Ja, das ist was anderes. Die hat Allah Azzawajal erschaffen. Ja? Die hat Allah Azzawajal erschaffen, nicht damit sie geprüft werden oder damit sie dieses oder jenes. Allah hat sie erschaffen als Genuss. Genussmittel quasi. Ja? Einfach Allah Azzawajal, das sind Geschenke von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallam, und er sagte, und das Tuch, was sie auf ihrem, oder Schal, was sie auf ihrem Kopf hat, nicht, dass sie sich bedecken muss, quasi in dem Sinne, ja, weil es gibt im Paradies keine Pflichten, aber das Tuch oder der Schal, den sie auf ihrem Kopf ist, ist besser und schöner als alles, was auf dieser Erde drauf ist. Subhanallah. Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu überliefert im Hadith Sahih, dass jeder Mensch im Paradies ein Zelt bekommt, ein Zelt geschenkt von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Höhe von diesem Zelt ist 60 Meilen hoch. 60 Meilen. Ja, das ist also nur die Decke, ist 100 Kilometer hoch. Könnt ihr euch vorstellen, fast von hier bis nach London. 100 Kilometer, wie von Bonn nach Aachen oder so, ja? 100 Kilometer, das ist nur die Decke. Das ist ein Zelt, ja? Das ist noch, du hast einen Palast und so, aber das ist nur ein Zelt. Wie breit ist das? Allah weiß das nicht. Das ist nur die Höhe. Wie breit das ist, ihr wisst ja, wie ein Zelt aufgebaut ist. Allah weiß, vielleicht hunderte Kilometer. Ja, so groß vielleicht wie, keine Ahnung, wie welches Land. Wie vielleicht so wie hier in England. Hunderte Kilometer breit. Ja, das ist nur ein Zelt, was du hast. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, und wenn der Mann in diesem Zelt zu seinen Frauen geht oder sich an seinen Frauen begnügt, eine Frau wird die andere Frau nicht sehen können. So groß, um zu zeigen, wie groß und gewaltig. Du hast so Länder, Inseln, das gehört dir. Du bist der Besitzer davon. Das heißt was? Du bist richtig, richtig Multimilliardär. Und Anas, an Anas ibn Malik radiallahu anhu ebenfalls, auch bei Sahih Muslim überliefert, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, er sagte, im Paradies gibt es ein Suq. Was ist ein Suq? Suq, was ist ein Suq? Ein Markt. Ja? Und die Gläubigen werden freitags dorthin gehen,
dorthin gehen freitags. Und wenn sie dorthin gehen, wird ein Wind, Allah wird einen Wind schicken, der ihre, der sie, ja, eine Brise schicken, den sie atmen und der ihr, ja, ihre Haut berührt. Und dann, subhanallah, und ihre Kleidung ebenfalls. Und wenn sie von diesem Zug zurückgehen zu ihren Familienmitgliedern, zu der Ehefrau, zu dem Ehemann, dann wenn deine Frau zum Beispiel die Tür aufmacht, die wird schwören bei Allah, und im Paradies wird keiner lügen. Die wird schwören und die wird das wirklich so meinen. Und es wird die Wahrheit sein. Und deine Frau wird sagen, Wallahi, ich schwöre bei Allah, ihr seid noch schöner geworden, als ihr wart vorher. Und du wirst deine Frau angucken und du wirst ihr sagen, bei Allah, ihr seid schöner geworden, als ihr vorher wart. Schaut, subhanallah, auf diesen Unterschied von Dunya und Akhira. In Dunya, du heiratest jetzt eine schöne Frau. Aber dann kriegt sie Kinder, ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder und so. Vorher hat die vielleicht Sixpack gehabt, aber die Sixpack ist weg. Dann hat die nur noch Onepack. Ja? Ja, dann ist kein nichts mehr mit Sixpack. Ist so. Ja, aber dafür hast du super schöne Kinder und du hast eine Frau, die dir Kinder geschenkt hat, mashallah, tabarakallah, ja? Aber das heißt, das verändert sich. Du heißt, die Heirat war schön und hübsch und jung und so, aber danach, ja, ist nicht mehr so. Erster Tag, ja, die erste Zeit, vielleicht hübsch und mashallah, tabarakallah, gefällt dir sehr, aber nach einem Jahr ist es wirklich normal. Ja, weil du hast das, so wie wenn du auch, und du auch für sie, ja, vielleicht findet die dich jetzt hübsch, nach einem Jahr, 10 Jahren ist nicht mehr so. Auf einmal, du hast sie geheiratet, hast du auch Sixpack gehabt. Und dann, mashallah, die kann vielleicht gut kochen, vielleicht. Oder die kann gut bestellen, ja. Oder die kann gut bestellen. Und auf einmal hast du auch von Sixpack auf One Big Pack, ja. Hast du auf einmal kannst du so deine Cola-Dose draufstellen auf deinen Bauch, ja. Ist halt so, viele Männer leider so, ja. Ja, dann bist du nicht mehr so schön wie vorher. Ja, dann hat sie auch vielleicht bereut, die auch, was sie gemacht hat vorher. Ala kulli hal, ist aber so. Aber schaut, ja, das ist Dunya einfach. Und irgendwann ist auch dann, da kommen hier die Falten, so wie bei mir, so alles und ja, ist vorbei. Haare fallen ab und grau und grün und alles, halas, alles finish. Ist einfach so. Warum? Weil das ist Dunya. Aber schau mal im Paradies, genau das, was du dir eigentlich wünschst. Deine Frau ist einfach, du siehst sie, du, halas, wenn du sterben könntest, du würdest sterben. Ja, wenn es den Tod gäbe, du würdest sterben, weil du das nicht. Du peilst das einfach nicht, was das für eine Schönheit ist. So. Ja? Deine Augen würden so kaputt gehen, zerstören. Ist einfach. Und das Problem, das Gute, das ist nicht das Problem, das Gute daran, die wird einfach, jeden Tag wird die schöner. Jeden Freitag wird deine Frau schöner. Und du wirst jeden Freitag schöner. Das heißt, du wirst verrückt, subhanallah. Was ist das für ein Leben? Ja? Subhanallah. Und so auch mit allen Sachen. Auch genauso gibt es auch Überlieferungen mit Essen und Trinken. Du isst und trinkst. Ja. Und der erste Biss, guck mal, wenn du jetzt ein Burger isst oder etwas, was dir voll schmeckt oder so, ja, und du hast auch Hunger und so, am Anfang schmeckt es richtig, ja. Aber wenn du wirklich so richtig viel hast, irgendwann, halas, erstmal fühlt es sich voll und am Ende wird es auch ein bisschen kalt und so, dann schmeckt es vielleicht nicht mehr so gut, ja. Oder wenn es jeden Tag ist, im Paradies gibt es das nicht. Im Paradies, wenn du in den Apfel oder in die Erdbeere reinbeißt, der erste Biss ist lecker, richtig Psychopath, du stirbst, ja. Aber der zweite Biss ist besser als der erste Biss. Und der dritte ist besser. Das Allah hat das erschaffen. Und nur die Namen sind gleich. Erdbeeren sind Erdbeeren. Aber diese Erdbeeren, die wir hier haben, ist so wie wenn du bei Wish was bestellst. Ja? Das ist richtig China-Ware. Ja, Dunya ist richtig China-Ware. Wenn du im Paradies das... zum anderen, du bist einfach verrückt. Ja, das ist nicht normal. Das ist einfach zum Genießen. Und Allah hat das gemacht zum Genießen. Das sind einfach... Stell dir mal vor, ein Präsident schenkt dir was. Denkst du, er würde bei Wish oder so Fake-Ware bestellen? Ja, würdest du sagen, Hype, ja? Sag, Hype. Das macht man nicht, ja? Wenn du reich bist, dann gibst du auch. Deswegen, wenn die Reichen oder die Präsidenten, Könige, wenn die dich beschenken, was geben die für Geschenke? Ja, richtig, ja, fette Sachen, teure Sachen, weil sonst ist es Blamage so. Stell dir mal vor, du bist im Paradies, du bist Gast bei Allah. Du bist jetzt gerade bei dem Tag, wo Allah dich beschenkt. Allah hat dich jetzt, er hat jetzt für dich Geschenke vorbereitet. Wer? Allah subhanahu wa ta'ala. Echt, nicht nur mal subhanahu wa ta'ala. Machen wir weiter, ja? Und deswegen, nur die Namen sind gleich. Erdbeeren, es gibt Erdbeeren im Paradies, aber das sind nicht die Erdbeeren, die wir kennen, hier von Dunya.
Und es gibt Himbeeren im Paradies, aber es sind nicht die Himbeeren, die wir kennen. Und deine Frau, die du hier hast, die ist nicht deine Frau, die du jetzt gerade hier hast. Jetzt, egal. Ja, oder der Mann auch. Jetzt, man kann sein, dass einer zum Beispiel eine Behinderung hat. Ja, jemand, der hat zum Beispiel eine Behinderung, wenn er läuft oder wenn er, oder er schielt oder was auch immer. Ja, oder hat nicht mehr so viele Haare oder irgendwas. Aber das gibt es nicht im Paradies. Wenn du ins Paradies reingehst, halas, ist vorbei. Ja, jeder ist einfach Topmodel. Du als Ehemann, ja, wenn du ein, du wirst ja Ehemann werden, weil der Prophet Muhammad sallam sagte, es gibt keine Person im Paradies, die alleine sein wird. Auch wenn eine Frau niemals geheiratet hat hier in Dunya. Die hat nie geheiratet. Wenn sie hier nie geheiratet hat, sie wird heiraten. Sie wird einen heiraten im Paradies. Hochzeit haben, Hochzeit. Traumhochzeit. Ja, im Paradies. Das heißt, wenn du hast nicht geheiratet oder du bist gestorben und du warst gerade geschieden, im Paradies wirst du eine Frau, wirst du Frauen haben, nicht eine Frau. Ja? Es gibt keine Rasuba. Ja? Gibt es nicht. Hat der Prophet Muhammad sallam gesagt. Nun machen wir noch zwei, drei Hadithe. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu hat überliefert in Sahih Bukhari und Muslim. Er sagte, Leute in Jannah sehen die Häuser über ihnen. Ja? Es gibt ja Stufen und Etagen im Paradies. Ja? Es gibt ja Stufen und Paradies. Und nicht jeder hat die gleiche Stufe wie ein anderer. Ja? Alle werden genießen, aber nicht alle Stufen sind gleich. Deswegen der Prophet Muhammad sallam sagt im Hadith von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, er sagte, die Leute im Paradies werden Leute sehen, aber die sind so weit weg, wie wir jetzt gerade die Sterne im Himmel sehen. So wie wir die Sterne im Himmel sehen. Das ist so weit weg, diese Etagen. Und die werden dann sagen, wie Sterne im Himmel sehen. Sehr, sehr weit weg. Bitte, tafaduli beynahuma fil a'mal. Wegen der Unterschiede. Einer hat viel Gebet, einer hat wenig Gebet. Einer hat gefastet viel, einer hat wenig gefastet. Einer war großzügig, der andere war geizig. Ist nicht gleich. Ja, jeder war Muslim. Und wenn kein Muslim ist, ist es nicht ins Paradies. Aber es ist nicht gleich. Er kann dich besuchen. Er kann dich besuchen, runtergehen zu dir, dich besuchen. Ja? Aber wenn es Familie ist, dein Vater, dein Sohn und so, dann Allah zieht denjenigen, die drunter sind, zieht die hoch zu den anderen. Barmherzigkeit von Allah und Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Auch wenn du es nicht verdient hast. Weil Allah azza wa jalla will, dass sie vier Familien in Dunya zusammen sind, dann will er das erst recht in Akhira. Okay? Subhanallah. Und dann haben die Sahaba gesagt, O Gesandter Allahs, hadihi manazil al-anbiya. O Allah, diese Stufen da oben, die Leute, die da oben im siebten, ja, Firdaus al-A'la haben, das sind bestimmt nur die Propheten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte was? Nein, das sind Menschen, die haben an Allah geglaubt. وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِينَ Und die waren wahrhaftig, oder die haben geglaubt an Allah und an die Propheten. Das heißt, diese höchsten Stufen des Paradieses, Al-Firdaus, und diese höchsten Stufen des Paradieses und die Sahne, die Crème de la Crème im Paradies, da können ganz normale Muslime auch hin. Nicht nur die Propheten. Ebenfalls von Abu Sa'id al-Khudri überliefert, radiallahu anhu, authentisch, er sagte, die Leute im Paradies, die werden gesund sein und niemals krank. Gesund, niemals krank. Das heißt, du kannst da keinen Unfall bauen. Du kannst auch nicht krank werden. Gibt's nicht. Ja, hier manchmal ist halt so. Manchmal bist du krank. Ist auch nicht schön. Ja, aber es ist Dunya. Aber im Paradies, du kannst nicht krank werden. Warum? Weil es gibt keine Krankheit darin. Sie werden gesund sein und niemals krank. Und sie werden leben und niemals sterben. Schaut denn hier, eine Sache, die meisten Menschen haben Angst vor was? Sterben. Wir wollen nicht sterben. Ja, keiner will sterben. Ja? Auch wenn du sogar wüsstest, ich gehe ins Paradies, du willst nicht sterben. Ja? Aber im Paradies, dieses Gefühl gibt es nicht und diese Angst gibt es nicht und du wirst darin verweilen für Ewigkeit. Sie werden leben und niemals sterben. Und sie werden jung bleiben und niemals alt werden. Und sie werden genießen
und niemals Langeweile haben. Niemals. Es gibt keine, obwohl das ewig ist, es gibt keine Langeweile und keine Trauer und keinen Streit. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Vers im Koran: وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ تِلْكُمُ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Und gerufen werdet ihr, dass dieses das Paradies ist, was euch für euch bereitgestellt wurde, für das, was ihr gemacht habt, für das, was ihr zu tun pflegtet. Weil ihr gebetet habt, weil ihr gefasst habt, das ist euer Paradies. Leben und nie sterben, genießen und nie Langeweile haben. Gesund sein und niemals krank werden, jung sein und niemals alt werden. Nie mehr, keiner hat Lust, alt zu werden, weil wenn du alt bist, bist du schwach, Krankenhaus, nicht mehr schön, etc., etc. Ja, keine Kraft mehr, aber im Paradies gibt es das nicht. Und noch ein Hadith, auch überliefert bei Bukhari und Muslim, so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Im Paradies gibt es einen Baum. Wenn ein schneller Reiter, ein richtig schneller Reiter, im Schatten von diesem Baum reitet oder diesen Baum überqueren will, durchqueren will, er reitet 100 Jahre und er hat den noch nicht durchquert. Was sind das für Palmen, was sind das für Sachen, was es da gibt im Paradies, subhanallah. Ja, stellt euch mal vor, jetzt nur, was wir uns ansehen, manchmal diese Strände von Malediven, ja, Malediven und hier und dort, so schöne Berge in der Schweiz und ja, schöne Berge, schöne Landschaften, schöne Bäume, schöne Palmen, schöne Menschen, schöne Tiere, ja, subhanallah. Diese Hotels, wenn wir manchmal nur sehen, diese 5- oder 7-Sterne-Hotels, einfach Luxus, überall Luxus. Ey, das ist gar nichts. Das ist alles gar nichts. Im Gegensatz zum Paradies, das ist der allerletzte Müll. Und im Paradies musst du für nichts bezahlen. Hier zahlst du für alles. Ja, die haben gesagt, ich will reich werden. Warum? Was brauchst du mit diese Geldscheine? Wofür brauchst du die eigentlich? Ist es wegen den Geldscheinen selbst? Hä? Das ist ja nur Papier. Das ist genauso wie dieses Papier, oder? Das ist nur Papier. Aber mit diesen Geldscheinen, mit denen kannst du alles nehmen, alles haben, alles besitzen. Im Paradies, du besitzt einfach alles, du brauchst kein Geld. Weil alles gehört dir. Diese Reichtümer, es gibt ja die Überlieferungen, dass du, wenn du dein Haus, dein Palast, du gehst da durch, um es dir anzuschauen, es gibt ja Überlieferungen, dass du 1000 Jahre da drin spazieren gehst und du hast noch nicht alles gesehen. Was sind das für Paläste? Wie viele Räume hat das? Wie viele Pools? Und ja, Allah berichtet sogar darüber im Koran. Wir sehen manchmal so, ja, in Dubai oder keine Ahnung, so Hotels, richtig teure, 20.000 Euro die Nacht oder so. Da haben die da drin einen Swimmingpool oder ja, irgendwo ein Glas, Vitrine, so wie hinter mir jetzt, so Glas und da sind so Wasser und ein paar Fische da drin. Ja, aber es ist auch nur ein bisschen Wasser und ein bisschen Fische, halas. Ja, hat man auch alles gebaut und irgendwann geht das kaputt und fertig. Und wie lange kannst du da drin leben? Es gehört dir? Und für immer? Nein. Aber im Paradies, das ist dir. Du hast diese Paläste und die gehören dir, ist dein Besitz. Du wirst niemals da rausgehen. Und es wird niemals alt. Und niemals, heute, du kaufst eine fette, schöne Küche. In 20 Jahren, die Leute sagen, ey, was hast du, hat er im Mond gelebt, dieser Typ? Ja? Sei mal altmodisch, halas. Guck dir irgendeine Tapete mit Rosen drauf oder keine Ahnung. Ja, und das war vor 20 Jahren, war so, jetzt so, was wir heute schön finden in 20 Jahren, die Leute lachen uns aus. Weil es einfach die Dunya ist. Aber hier in Dunya, das haben ja die Menschen gemacht. Aber das, was wir im Paradies haben, das hat Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Ja? Modernisierung von Allah, Architektur von Allah. Ja? Das heißt, es ist einfach für Ewigkeit wunderschön. Niemals geht etwas kaputt, niemals wird etwas alt, niemals gibt es Schimmel, never ever gibt es nicht sowas. Ja? Und alles gehört dir, diese Flüsse, diese Meere, diese alles, alles, was du dir einfach wünschst, subhanahu. Allah sagt im Koran, لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ. Darin werden sie haben, was immer sie wollen. Was du dir wünschst, einfach kriegst du. Was du dir wünschst, kriegst du, gehört dir. Subhanallah. Und deswegen, es lohnt sich. Es lohnt sich für dieses Paradies. Für dieses Paradies lohnt es sich. Zu kämpfen. Zu beten. Zu fasten. Tawhid zu haben. Wenn du geprüft wirst, dass du Tawhid hast. Wenn du geprüft wirst, dass du Sabr hast. Warum? Weil es geht um dieses Paradies für die Ewigkeit. Und deswegen, man macht Spaß, aber macht Spaß nicht mit der Religion. Nicht in Sachen, die ernst sind.
Der Prophet Muhammad sallam sagte in einem Hadith, auch authentisch überliefert, dass, und der Prophet Muhammad sallam hat sogar darüber gelacht, über wen? Der allerärmste Mensch im Paradies. Der allerärmste Mensch im Paradies. Dass er 10-mal so viel hat, so viel besitzt, wie der allerreichste Mensch auf dieser Erde. Stellt euch mal vor, die reichen Menschen von dieser Erde, die reichsten Könige. Stellt euch mal vor, diesen, der Sultan von Brunei, kennt ihr, ja? Kennt ihr nicht? Ein ganz, ganz kleines Land in Asien, ja? Ganz, ganz kleines Land, sehr, sehr reich. Ich glaube, die haben weniger als 1 Million Einwohner. Ja? Der Sultan von Brunei, der besitzt einfach, nur die Autos, die er besitzt, kosten 5 Milliarden. Der hat so hunderte Autos, hunderte Ferraris, Lamborghinis und so, hunderte. Das ist nicht der reichste Mensch der Welt. Der ist sogar nicht der reichste Mensch der Welt. Aber nur die Autos, die er hat, 5 Milliarden, das sind 5.000 Millionen Euro. Mehr als das. Ja, der hat ohne Ende Ferraris, Lamborghinis, alles Mögliche. Ja, alles Mögliche. Der hat Flugzeuge, der hat alles. Häuser, dies, das, ist nicht normal. Der ist noch nicht mal der reichste Mensch der Welt. Es sind noch viele andere reicher als er. Und der allerärmste, hat der Prophet Muhammad sallam gesagt, der allerletzte, der schlechteste Muslim, der sogar vorher in der Hölle war und ins Paradies reingeht, Allah wird ihm 10-mal so viel geben, wie der allerreichste Mensch auf dieser Erde war. Der reichste König. Und diese Könige haben ja, wie viele Paläste haben sie? Aber nicht von den Sachen von Dunya. 10-mal so viel, aber mit den Palästen und Autos und von Jannah. Subhanallah. Und das ist der aller schlechteste von allen, subhanallah. Und deswegen, subhanallah, es lohnt sich wirklich. Wie lange haben wir jetzt gemacht? Fünf Minuten. Ich überlege ehrlich gesagt, hat man auch unendlich Besitz. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich wollte über drei verschiedene Punkte reden, aber ich sehe, dass es zu lang wird. Ja. Hast du gut geschlafen, Abdachmann? Ist zu lang, oder? Ja. Hä? Ist zu lang, ne? Was heißt 10 Minuten? Ich wollte ein bisschen über Jannah und ein bisschen über Jahannam. Genau, Jannah haben wir schon gemacht. Kann man im Paradies aufsteigen? Man kann im Paradies aufsteigen, jetzt in Dunya. Wenn man hier in Dunya Taten macht. Weil wenn man stirbt, kann man keine Taten mehr machen. Und das Einzige ist, wie man aufsteigen kann im Paradies, wenn Allah Barmherzigkeit hat mit dir, zum Beispiel deine Eltern sind eine höhere Stufe. Da kannst du, es gibt kein Gebet. Es gibt kein Gebet im Paradies. Es gibt kein Gebet und kein Fasten und kein Arbeiten und kein gar nichts. Es gibt keine Pflichten. Wie gibt kein... ist eigentlich, du kannst gar kein Auto fahren. Du kannst kein Auto fahren im Paradies? Warum? Ich weiß halt, wo willst du. Wo willst du hinfahren? Du hast ja keine Arbeit. Warum, wie glaub, fahren hier Leute alle nur zur Arbeit mit dem Auto oder was? Weil du gehst jetzt deine Freunde besuchen, deine Familie besuchen, du gehst zum Markt. Ja, dann fliegt. Du kannst fliegen, man fahren. Wünscht, man ist da. Ja, du kannst, ja, kannst ja auch. Kannst dir ja wünschen, kannst dir fahren, kannst du ja fliegen, kannst du. Ja? Kannst du aussuchen. Man kann gute Taten hinterlassen, natürlich. Wenn man, aber die Taten, die man macht, die machst du in Dunya. Und mit den Taten kommst du hoch im Paradies. Bekommst du diese Stufen. Hur al-Ain. Der Prophet Muhammad sallam sagte, jeder Mann wird 2 Hur al-Ain bekommen. Und 2 Hur al-Ain ist Minimum. Was Hur al-Ain ist? Frau.
Frauen, ja, Frauen. Wir haben ja gesagt, Hur al-Ayn. Subhanallah, das ist ja, man kann es sich nicht vorstellen. Diese Frauen kann man sich vorstellen. Das ist alles Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, alles Geschenke von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich denke, inshallah, es war vielleicht zu lang, dass wir inshallah noch über die anderen Themen sprechen. Oder wir machen vielleicht kurz über Jahannam oder über das dritte Punkt, über den dritten Punkt. Die dürfen sich sehen, Allahu a'lam. Nee, diese Eifersucht wie hier und Streit gibt es ja nicht. Es gibt keinen Streit im Paradies. Man kann sich gar nicht streiten, man kann nur chillen. Ja? Amin. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum ajma'in. Lana wa lakum bil mithl wa ziyada. Nur gerade ich nehme, Bruder. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Nimm mir mal ein Glas Wasser, bevor du so viel trinkst. Sollen wir über Jahannam reden oder sollen wir einfach später machen, so in 2-3 Stunden? Morgen. Morgen? Morgen? Okay, das machen wir dann morgen, wenn es besser vielleicht, dass es nicht zu lang ist, auch, inshallah. Kannst du bitte sagen, wie man inshallah richtig schreibt? Das verstehe ich nicht. Ich brauche jetzt mal was. Kannst du weitermachen? Wir haben nur einmal in der Woche Unterricht. Nein, morgen. Nein, guck mal, ich mache, also dieser Unterricht ist nur einmal, aber ich mache jetzt in den kommenden Tagen, ich habe ja auch hier Besuch, der sagt auch, Bruder, ich mache jetzt inshallah mehr Vorträge. Also das sind jetzt für die Jugendlichen, aber allgemein machen wir inshallah auch mehr Vorträge. Diese Tage, inshallah, ja. Ich habe auch einige Jungs hier bei mir zu Besuch und wir machen auf jeden Fall mehr Unterrichte diese Tage. Aber ich denke, inshallah, das ist besser, dass nicht zu viel wird, weil wir machen ja auch Tests, ja. Das heißt, wenn ich jetzt euch, hier, hört ihr zu, wenn wir jetzt im Test, inshallah, kommen auf jeden Fall Fragen vor über das Paradies, ja. Das heißt, ihr müsst diese Hadithe, die wir genannt haben, ich habe extra bestimmte Hadithe ausgesucht. Ich werde euch im Test kommen, 1, 2, 3 Hadithe vor und von denen, die wir genannt haben, nicht andere. Okay? Barakallahu fikum. Und ich denke, inshallah, ist besser. Wir haben ja vorhin schon den Kinderunterricht gemacht für die kleinen Kinder. Jetzt machen wir, inshallah, jetzt hier Schluss. Und ich denke, inshallah, wir sehen uns morgen und morgen oder übermorgen auf jeden Fall beim nächsten Vortrag. Ja, Bruder? Die Hadithe auf Arabisch oder auf Deutsch? Egal, kann man auf Arabisch sagen oder auf Deutsch. Nebe ist Tahur, inshallah. Ich habe keine Hadithe vorgelesen, ja? Ich habe keine Hadithe genannt. Okay, ich wünsche euch inshallah alles Gute, gesegnete Nacht, inshallah. Subhanak Allahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.